und mit neuen Kleidern, wenn man besitzt, soll man kommen. Der Al-Salam hat selber für ihn eine spezielle Kleid angezogen. Auch die Sahabe haben sich für ihn verschönert, sich gewaschen, parfümiert und sind so zum Gebetsplatz gekommen. Frauen dürfen sich nicht schminken oder sie kommen nicht mit ihren schönen Klamotten und zeigen das auf der Straße, sondern die Frau muss ihre Schönheit von jedem fremden Blicke fernhalten. Nicht, dass die Frau auch sich parfümiert und zur Moschee kommt, sondern sich schminken und parfümieren ist für den Ehemann oder für die Eltern, für die Familie, darf sie das machen, aber nicht unter fremden Leuten oder wenn sie zur Moschee geht, denn darüber gibt es Hadith. Dann eine andere Messe gibt es hier, wenn er geht zur Moschee, alayhi salatu wassalam, hat beim Hinfahrt oder Hingang eine Richtung genommen und als er zurückging von dem Gebetsplatz zum Nachhause, hat er einen anderen Weg genommen. Das ist Sunnah. Und hier ist gemeint, ist das für jeden Muslim oder nur für den Imam gemeint? Und das Qawl al-Raji ist, das ist für jeden Muslim, nicht nur für den Imam, sondern weil es gibt andere Hadithe, dass die Sahaben, die haben gesagt, wir sind vom gleichen Weg gegangen und gleichen Weg wieder nach Hause gekommen. Gibt es auch. Aber alayhi wassalam hat einen Weg genommen und ist von einem anderen Weg nach Hause zurückgekommen. Und das ist Sunnah, wenn man das kann, ist schön, aber heute vielleicht jeder hat Auto und die Entfernung ist, die Straßen sind eine Richtung und kann vielleicht nicht das andere Richtung nehmen oder wie er möchte. Das sind nur Sunnah. Dann auch noch, bevor wir zum Gebet kommen, weil Gebet habe ich eine spezielle Kapitel gemacht, das alles, das schöne Benehmen vor der Tag vom Festtag oder im Festtag, ist nach dem Gebet, nach dem Hutbah, dass man sich gegenseitig gratuliert. Diese Gratulation ist nicht vom Sunnah. Aber die Gelehrten sagen, wenn jemand dich begrüßt und dich gratuliert, dann ist wajib, richtig zu hören. Dann ist wajib, dass du seine Gratulation annimmst und ihm auch, was du sollst, gratulieren sollst. So wird Imam Ahmed gefragt, was würdest du tun? Sagt Imam Ahmed, rahmatullah alayh, ich würde nicht zuerst anfangen. Aber wenn jemand mich gratuliert, dann muss ich ihm zurück gratulieren. Und in dieser Sache wird gesagt, taqabbal Allah minna wa minkum. Kann man sagen, dass Allah soll von uns und von euch diese Taten, was wir gemacht haben, annehmen. Aber, wie heißt das? Soll nicht versuchen, zuerst anzufangen, aber wenn er auch anfängt, ist nicht schlimm. Wieso? Weil es ist am Tag, der Festtag, sollen wir uns alle glücklich zeigen. Wir sind glücklich, dass uns Allah mit der Beendigung der Fasten uns sehr groß belohnt hat, eine Belohnung gegeben hat, was für wie 1000 Monate Anbetungs gewesen ist, dass er hat die jeden Abend unbegrenzt, das weiß nur Allah Azza wa Jalla ihre Zahl, wie viel hat er von dem Höllenfeuer erlöst. Weil er sagt, jeden Abend, Hadith sagt, jeden Abend werden in Ramadan Menschen von der Jahannam rausgeholt und werden ins Paradies kommen. Da müssen wir jetzt uns glücklich sein und fröhlich sein über diese Nachricht. Deswegen soll man sich auch gegenseitig glücklich machen, indem man sich gratuliert. Indem man sich gratuliert, macht man den Bruder glücklich und zeigt, dass man auch glücklich ist, dass, Alhamdulillah, durch diese wenigen Tage, dass wir, inshallah, große Belohnung und Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jalla erzielt haben. Das ist das Ziel. Nicht, weil wie viele denken, am Yawm al-Eid, dass er sagt, jetzt, ich mache wieder alles, Möglichkeiten und ich kann jetzt wieder essen und trinken und rumweilen und brauche nicht mehr Koran zu lesen. Das ist nicht gemeint mit gratulieren. Sondern wir gratulieren uns und bitten zu Allah Azza wa Jalla, diese Taten, was wir 30 Tage lang gemacht haben, oder 29 Tage dieses Jahr, 29 Tage lang, was wir von Anbetung gemacht haben, dass Allah Azza wa Jalla das annimmt. Und so, wir machen uns gegenseitig glücklich. Und das ist damit gemeint. Das heißt, anfangen mit gratulieren ist nicht Sunnah,
Aber wenn jemand dich gratuliert, so ist dir wajib, seine Gratulation anzunehmen. Nicht, dass du denkst, oh, das ist Bid'ah und ich mache das nicht und ich gebe ihm keine Antwort, dann hast du Sünde gemacht. Das ist falsche Verständnis von Islam, sondern du musst deine Gratulation annehmen und ihm das gleich oder bessere sagen. Letzter Punkt, bevor wir zum Gebet kommen, welcher Punkt sind wir jetzt? Neunte oder zehnte Punkt. Zehnte Punkt, Messele jetzt. Haben die Muslime außer diese zwei Festtage, das heißt das Opferfesttag und das Ramadan-Festtag, andere Festtage? Weil Festtage gibt es verschiedene Sorten. Es gibt Feierlichkeiten für einen Tag, es gibt Festtage für eine Woche, dauert eine Woche lang. Und es gibt Festtage, die dauern einen Monat lang. Und es gibt sogar Festtage, die dauern ein Jahr lang. Egal welche Art es kommt, diese Tage sind unwichtig. Sobald es im Namen festgemacht wird, dürfen Muslime in solche Festtage teilnehmen und das unterstützen und das auch gratulieren, oder ist es begrenzt nur mit diesen zwei Festtagen? Weil das eine Sache der Glaubenslehre der Muslime. Und wenn unsere Glaubenslehre ist nicht korrekt oder ist da Fehler drin, so ist unsere Anbetung wird nicht angenommen. Wieso? Weil das Basis, die Grundelement, die Fundamente des Glaubens fehlen. Wenn ein Haus hat keine Fundamente, kann nicht stehen bleiben. Wie kannst du eine Anbetung haben und du hast kein Fundament? Deswegen, die Muslime, das ist Ijma, das heißt, es ist eine einsprachlich vom ganzen Sahabe-Gelehrten, was vom Hadith uns überliefert haben, dass die Muslime haben nur zwei Feiertage, keine dritte. Und kein anderer Feiertag darf mitgefeiert werden oder gratuliert werden oder unterstützt werden. Sondern die Muslime haben nur zwei Feiertage und alles hat diese Feiertage auch was zu tun mit Anbetung. Das erste ist, was wir morgen, inshallah, tun werden, das Ramadan-Festtag, Eid al-Fitr, und das zweite ist auch das Opferfesttag. Alle anderen Feierlichkeiten teilzunehmen oder das zu unterstützen oder zu gratulieren, können sogar dazu führen, dass der Person, wenn er das auch mit Herzen unterstützt und liebt, dass er sogar von Islam verfallen kann. Und warum ist das nur diese beiden Feiertage? Weil Islam hat alles, was vor Islam gewesen ist, von Unwissenheit der Zeit, von dieser Jahiliyyah-Zeit, hat er abgeschafft. Weil die Leute hatten vor Islam in Medina, die Menschen haben eine Woche gefeiert, hatten Feierlichkeiten. Die haben Eid al-Ba'as genannt, hatten eine Feierlichkeit, wo sie haben ihre Toten geehrt. Gab es zwischen Aus und Khazraj einen Krieg, und sind bei diesem Krieg Hunderte von beiden Stämmen Leute gestorben und ihre Hauptführer sind gestorben. Daraufhin haben sie diese Kriegstage als Jahresfeiertag genommen. Jedes Jahr haben sie das gratuliert und gefeiert. Und das wurde vom Islam abgeschafft. Und wurde jede Feierlichkeit außer diesen beiden abgeschafft, was im Namen Allahs versucht wird, wieder einzuführen, ist ungültig. Weil wird gesagt, Tag der Eroberung, Tag der Einheit, Tag der das, Tag der das. All diese Feierlichkeiten passt nicht im Islam und ist nicht vorhanden, sondern die Muslime haben nur zwei Feierlichkeiten und das ist Yawm al-Fitr und Yawm al-Adha. Und warum? Weil das sind die Taten von Jahiliyyah, Unwissenheiten. Zweitens, das ist eine Bid'ah im Din und im Bid'ah im Din, eine Erneuerung im Islam ist verboten, denn wir müssen folgen, was vom Koran und Sunna gekommen ist. Drittens, das widerspricht dem Sunna, weil dort in diesen Feierlichkeiten werden Sachen gemacht, was gar nicht vom Islam sind. Und viertens, das ist Ähnlichkeit den Ungläubigen und das ist uns streng verboten, dass wir uns in unseren Feierlichkeiten den Andersgläubigen zu ähnlichen. Und wie gesagt, egal wie das Feiertag heißt, ob es für einen Tag ist oder für eine Woche oder für ein Jahr oder einen Monat, ist gleich, ist alles verboten. Jetzt kommen neue Kapitel, das heißt, diese 10 Punkte könnt ihr jetzt Strich machen. Jetzt kommt neue Überschrift über das Gebet selber jetzt. Jetzt wir reden über Salatul Eid. Und Salatul Eid
Erstens, das ist Meshru', ein Gebet, was steht im Koran und Sunna, Umsetzung und ist Ijma von Sahabe. Wo ist das Beweis vom Koran über Salatul Eid? Es gibt zwei Beweise im Koran. Erstens, sagt Allah Azza wa Jalla in Suratul Ala, sagt er, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, sagt Allah Azza wa Jalla, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Hier ist das Beweis für Zakatul Fitr. Und gleich nach ihm das Ayat sagt, dass du sollst erwähnen. Was sollst du erwähnen? Sollst du Allah Azza wa Jalla Name erwähnen? Und diese Erwähnung ist gemeint mit Eid, mit Gelagster. Und im Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Sunnah, wir sehen, er hat nach dem Auswanderung von Mekka nach Medina in dem zweiten Jahr von Hijra in Medina angefangen mit diesem Gebet. Weil das erste Ramadan ist im zweiten Jahr von Hijra Pflicht geworden. Und am Ende der Monat Ramadan hat er bis zu seinem Tod jeden Ramadan gefastet und am Ende diesen Gebet gerichtet. Und bis heute wird dieses Gebet gerichtet von den Muslimen. Das heißt, 1426 Jahre lang ist dieses Gebet in Kraft und wird bis Yawm al-Sa'a, bis Untergang der Erde auch weiterbleiben. Das heißt, ist bekannt und ist vorhanden. Was ist seine Hukum von diesem Gebet? Salatul Eid, sein Urteil über diesem Gebet ist Pflicht für jeden Männer, für jeden Mann, der nicht auf der Reise ist und keine Entschuldigung hat, ist ihm Pflicht, dass er muss zu diesem Gebet kommen. Erstens. Zweitens, für die Frauen ist es Sunna. Das heißt, für Frauen ist es nicht Pflicht, aber wenn sie kommen, haben sie eine große Belohnung, weil sie haben dann die Sunna gemacht, haben den Weg des Propheten in diese Sache eingeführt und ist eine schöne Sache. Jetzt kommt das Ort, wo wir Salatul Eid gebetet. Alayhi Salatu Wassalam hat das nicht in einer Moschee gebetet, sondern hat an einem freien Platz gebetet, das nah zum Stadt ist. Und das Grund, dass er so ausgesucht hat, weil die Muslime haben im Jahr nur zwei Feierlichkeiten und dort kommen alle Muslime und die Plätze reichen nicht aus, dass sie sich in einer Moschee oder in einem geschlossenen Ort treffen. Deswegen, von seiner Hikmah, hat er diese Leute, diese Menschen, zu einem Musalla genommen, zum Wadi genommen, auf einem Talplatz genommen und dort